Be careful not to choke on your aspirations, Director. Und damit herzlich willkommen zurück, Freunde der Macht. Wir haben uns im letzten Video bereits angeschaut, warum das Imperium in den ersten Monaten nach seinem Aufstieg so angenommen wurde von der Bevölkerung. Ich habe in dem Video bereits erzählt, dass es deswegen ist, weil Palpatine so viele Lügen über die Jedi erzählt hat und sich selbst eben heroisch dargestellt hat, um halt in einem besseren Licht für die Bevölkerung dazustehen. Was aber in dem letzten Video ein bisschen außen vor geblieben ist, welchen Jedi er die Verantwortung gegeben hat, und da gibt es einige sehr interessante Geschichten, denn tatsächlich hat Palpatine für das alles Mace Windu verantwortlich gemacht. Im Endeffekt erzählte Palpatine, als Windu mit den anderen Ratsmitgliedern ihn töten wollte, dass es nur durch den Einsatz der Klonkrieger möglich war, ihn zu retten. Doch im Laufe seiner Regentschaft formte er diese Lüge immer weiter aus und sagte, dass Mace Windu im Endeffekt doch dafür verantwortlich war, dass die Jedi so korrupt waren. Mace Windu war laut seinen Aussagen nicht nur verantwortlich für die Klonkriege, sondern hatte auch den Jedi-Orden infiltriert, hatte sie alle zur dunklen Seite bekehren lassen und hatte dann gegen die Interessen der Republik gehandelt. Er selbst war Anführer eines geheimen Orden, die dafür verantwortlich waren, beziehungsweise die wollten, dass die Jedi an die Macht kamen. Die Jedi und dieser geheime Orden in Führung von Mace Windu war für alle Kriegsverbrechen und alle Intrigen der Republik verantwortlich. Meister Yoda, der vermeintliche Anführer des Jedi-Orden, war zu alt und zu geblendet von seiner eigenen Arroganz, um zu erkennen, welches Spiel Mace Windu dann eigentlich spielte und dass er auch schon insgeheim korrumpiert war. Bedeutet, Palpatine erzählte, dass Mace Windu der Anführer eines geheimen Ordens war, das vorgab, die Jedi zu sein. Wiederum hatte dieser geheime Orden bzw. Windu es geschafft, Yoda zu täuschen, der dann dadurch manipuliert wurde und auch den Intrigen der Republik erlag. Es ist eine ziemlich komplizierte Geschichte, aber grundsätzlich erklärte Palpatine das alles damit, dass Windu alle täuschte, einen geheimen Orden aufbaute, die Jedi nur ein Scheinbild waren und sie niemals Friedenshüter waren, sondern immer die Herrschaft der Galaxis an sich reißen wollten. Dies wurde dann von einem großen Teil der Bevölkerung auch geglaubt, da diese bereits im Krieg mitbekommen haben, beziehungsweise viele die Jedi kritisiert haben dafür, dass sie keine Friedenswächter mehr waren, sondern Krieger. Dieser Aspekt missfiel vielen Leuten in der Galaxis, dass die Jedi ja eigentlich Friedensschützer waren, aber jetzt dazu Waffen der Republik herangezogen wurden. Dies war auch der Grund, warum Palpatine mit seinen Lügen so gut durchkam. Im Endeffekt hatte Palpatine es dann perfekt geschafft, sich selbst in die Opferrolle zu drängen, Mace Windu als den Allverschwörer, Anführer des geheimen Jedi-Ordens, der korrupten Jedi, der Jedi, die die Galaxis übernehmen wollen, zu betiteln, ohne dabei selbst zu offenbaren, dass er eigentlich der versteckte Sith-Lord war, ohne dabei selbst zu offenbaren, welche Absichten er mit dem neuen galaktischen Imperium eigentlich hegte und ohne zu offenbaren, wie die Geschichte wirklich verlaufen war. Die Jedi sind keineswegs Heilige. Ich finde selbst, dass der Orden sehr viel Dreck am Stecken hat. Aber ich finde schon sehr lustig die Tatsache, dass Palpatine in der Galaxis publiziert hat, dass Mace Windu der Anführer einer geheimen Gruppe war, die darauf aus war, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Aber was denkt ihr über die ganze Sache? Lasst mir eure Meinung dazu gerne unten in den Kommentaren da. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo bei diesem Kanal freuen. Und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.